Willkommen zu meinem Ay, Dios mio, fuck mio, Entschuldigung. Ah, voll auf meinen Fuß drauf gehauen. Ja, bin ich. Sonst würde ich es nicht machen. Was glaubst du? Oh, das tut weh. Der Käse war schlimmer. Okay. Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Oh, tut das weh, Entschuldigung. So direkt nach der Badewanne ist noch empfindlicher, habe ich das Gefühl. Das ist logisch. Verbindest du es mir nachher neu? Supi. Egal, entschuldigt. Ich wollte den Geräuschen, die meine Mutter mir gerade darbot, Beachtung schenken. Und damit sind wir schon bei dem Übergang, den ich mir mal wieder super gegeben habe. Wir reden, ja wie gesagt, alten Käse. Und jetzt käsen wir heute mit Gerüchen. Was lustig ist, weil Käse riecht. Guter Käse riecht übrigens stark. Nur mal als kleinen Tipp, weil guter Käse ist rezenter Käse. Und rezenter Käse riecht. Und wenn meine Mutter sagt, mir wird schlecht, wenn sie die Tür aufmacht zum Kühlschrank, dann weiß ich, der Käse ist reif. Käse. Ey, morgen machen wir uns echt diesen Ofenkäse, Mom. Ja, und vor allem auch voll, ich habe voll Bock drauf. Ja. Ja, Gerüche. Ich habe euch schon mal ein Thema zum Thema Gerüche gemacht, glaube ich. Und ich kann euch jetzt neue Beobachtungen mitteilen oder was, wie sich bei mir geändert hat. Also ich für meinen Teil, ich bin ja sehr geruchsempfindlich. Und das Interessante ist, also, oh, ich weiß genau, dass es eklig ist, aber ich erzähle es trotzdem. Ich hatte ja Anfang des Jahres, glaube ich, war es dieses Jahr, als ich mir das an der Hand zugezogen habe? Ja, als es mich um die Tür gewickelt hat. Also seit letztem Jahr, als es mich um die Tür gewickelt hat, habe ich ein total lustiges Phänomen an meinem Körper festgestellt. Und ich bin ehrlich gesagt langsam ein bisschen beunruhigt und habe Sorge, dass da was bei mir nicht stimmt. Aber ich will es nicht so sagen, weil ich Angst habe, dass sonst meine Mutter sagt, ich muss zum Arzt. Und ich dann irgendwie beim Arzt hocke und er mir sagt, ich bin todkrank, aber ich fühle mich eigentlich gesund. Und ihr wisst schon. Ich bin so ein Hypochonder. Es ist nicht normal, ne? Aber was ich auf jeden Fall... Ja gut, dann lassen wir Gerüche und ich erzähle euch lieber davon ein bisschen was. Also wie gesagt, wir gehen mal wieder zu den Gerüchen. Wir haben gesagt, wir sind bei Gerüchen und wir bleiben fokussiert. Wir bleiben fokussiert. Gut. Also, ich hab festgestellt, dass ich geruchsempfindlicher geworden bin in den letzten Jahren. Also... Ich könnte schwören, irgendwo vor unserer Tür steht nachts manchmal irgendein Typi, der Salami frisst. Entschuldigung. Weil bei uns riecht es nachts so oft vor meinem Fenster nach Salami, das ist nicht normal. Aber es ist nicht so, es ist so, ja, es riecht, als ob es direkt vor dem Fenster ist. Und dann gucke ich raus, und da ist aber keiner, also da ist es wahrscheinlich weiter weg. Also entweder bei uns in der Nachbarschaft oder in der Gegend hat eine Salamifabrik oder sowas aufgemacht oder irgendjemand lässt sein blödes Vesper ständig liegen. Aber ich rieche ständig Salami. Echt jetzt? Ist nicht schön. Ich glaube, das ist eine von den Mieterinnen. Ich weiß es auch nicht. Kommt mir gerade so der Gedanke. Könnte ja auch deswegen sein. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin jemand... Wenn es danach ein Geruch ist, dann kann ich total genervt sein. Und ich finde es total furchtbar, weil Gerüche sind so etwas, was man nicht direkt verändern kann. Man kann zwar das Zimmer verlassen oder so, aber manchmal hängt der Geruch ja nicht irgendwie an etwas, sondern an einem selber dran. Wie zum Beispiel, wenn man in einem Zimmer mit Rauchern sitzt, dann riecht man auch nach Rauch. PS, man ist dann auch noch Passivraucher und die riskieren deine Gesundheit. Das finde ich voll unsozial. Passivrauchen ist genauso tödlich wie Aktivrauchen. Wissen die wenigsten, ist aber wirklich wahr. Geht mal in Körperwelten, da gibt es ein Exponat mit einer Lunge. Erschreckend.
Erschreckend. Ich sag's euch, erschreckend. Danach habe ich mir geschworen, ich werde nie rauchen. Ich habe zwar mit 9 Mal durchgeraucht, aber danach nie wieder. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich kann sagen, geruchstechnisch bin ich irgendwie in den letzten Monaten, ist bei mir schlimmer geworden. Also meine Nase ist feiner geworden. Aber ich würde es jetzt auch nicht als was Negatives betrachten, weil im Zweifel ist ja eins der ersten Symptome für Corona, dass man nichts mehr riecht. Also solange ich die Salami rieche, ist alles hier Rotsch. Ja, stimmt doch, oder? Das kann man nicht anders sagen. Das ist einfach optimistisch betrachtet, auch wenn mich die Salami nervt, es ist einfach Fakt, dass ich, solange ich was rieche, bin ich einfach noch auf einer sichereren Seite. Aber ich muss sagen, also meine Mom zum Beispiel, die hat zurzeit total die zu den Nebenhöhlen. Und es ist wirklich so, dass ich sie in meinem Zimmer atmen hören kann. Das ist, und dann, wenn ich Luftmangel. Frischluftmangel ist das meistens zum größten Teil. Und das Ding ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Moment vielen Leuten so geht, dass sie Probleme mit den Nasen, mit dem Nasenbereich haben, weil man ist ja eigentlich immer zu Hause oder in stickigen Arbeitsbüros und dieses Ganze, man soll ständig lüften und so weiter. Das ist zwar eine tolle Sache, aber zum Lüften, da muss man auch erstmal, also dafür muss man auch erstmal die Zeit finden, weil wenn man mitten in einem Arbeitsprozess ist und irgendwas macht, ich habe meine Ding. Und irgendwas aktiv macht und total konzentriert ist, dann kann man nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf. Und ja, deswegen ist dieses Ganze, also ich finde, das Schwierigste am Corona ist der Luftmangel. Mitunter. Die Toten sind auch nicht viel lustiger, aber der Luftmangel ist auch schlimm. So. Ich beende das Video, weil jetzt kann ich nichts mehr Gutes sagen und jetzt habe ich mich gerade sowas von in den Brunnen geschmissen und ich will nicht, und wenn ich nochmal rauskommen will aus dem Brunnen, dann sollte ich jetzt aufhören, nicht wahr? Ich denke. Darum schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ist es mit euch bei Gerüchen und so weiter. Ich kann es euch irgendwie nicht genau sagen. Also ich habe das Video damals gedreht und habe da eigentlich alles erzählt und es hat sich nicht viel geändert. Also darum entschuldigt für das bisschen Wirre. Und ja, schreibt mir mal gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.